in die verschneiten Alpen im Salzburger Land, Österreich. Wer könnte ahnen, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht? Okay, Stella, bist du bereit für unseren ersten Bruch? Ja, ich bin bereit. Lass es uns tun. Okay, du räumst den Laden aus, ich fahr die Karre. Alles klar. Der Tresorraum einer Bank. Die Hochsicherheitszone ist kein Problem für unser Gangster-Duo. Die Beute mehrere Millionen Euro oder noch mehr. Grip sucht heute das perfekte Fluchtfahrzeug für den Winter. Matthias Malmedy und seine Komplizin Estella sind auf der Flucht vor der Polizei. Sie spielen Räuber und Gendarm. Am Start ein fetter Ami-Pickup. Eine Nippon-Allradrakete und ein super krasses Skido. Können die Diebe Wachtmeister Niki Schelle entkommen? Sein Audi RS6 Avant Performance drückt satte 605 PS. Und das ist Fluchtauto Nummer 1. Matthias hat einen monströsen Pickup besorgt. Mit Allradantrieb, viel Leistung und einem Rallye-erprobten Offroad-Fahrwerk. Das Auge des Gesetzes ahnt von all dem nichts. Wachtmeister Niki Schelle schiebt Dienst nach Vorschrift und macht Jagd auf Temposünder. Zum Glück ist heute gar nichts los. Sein Dienstwagen, ein Power-Kombi mit Allradantrieb. Der Audi RS6. Eins ist doch mal klar. An mir und meinem Quattro kommt keiner vorbei. So schaut's aus. Währenddessen wartet Fluchtfahrer Matthias bereits vor der Bank auf seine Komplizin. Wo bleibt die denn? Wo bleibt die? Los, 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 los! Gib Gas! Ich hab die Kohle! Jawoll! Los! Schnell! Wir sind reich! Yeah! Du glaubst es nicht, wie viel das ist? Wie viel ist es denn? 2 Milliarden! 2 Milliarden! Alter! Yes! Hier hat 50 Pferdchen, 3,5 Liter V6. Boah, Alter, da kommt er mir quer. Ich glaube, ich spinne. Sehr schön, sehr schön. 3,5 Liter V6 ist der gleiche Motor, der im Ford GT auch drin ist, ne? Okay. Brutales Gerät. An dem 6 Meter langen und über 2 Meter breiten Koloss kommt so schnell keiner vorbei. Der Ford F-150 Raptor ist nicht nur groß, sondern auch schnell. Sein V6 Biturbo leistet 450 PS. In rund 5 Sekunden geht's von 0 auf 100. Gewicht 2,6 Tonnen. Preis 99.600 Euro. Ist dieser Raptor das ideale Fluchtauto, um den Grip-Wachtmeister abzuhängen? Niki Schelle studiert Fachlektüre. Doch gleich ist es mit der Ruhe vorbei. Hey, wir sind viel zu schnell. Das geht ja mal überhaupt gar nicht. Ich flippe aus der Schelle! Jetzt muss ich Gas geben. Gib Gas. Der kommt. Was? Der kommt mit dem RS6? Ich glaube es nicht. Was hat er sich denn wieder für einen Ofen gekauft? Jawohl, da läuft er, mein Audi. Da werden wir gleich sehen, was der da vorne will mit seinem blöden Ami-Hobel. Wir haben hier 605 PS RS6 Performance. Niki hat damit den ultimativen Streifenwagen für den Winter. Der Quattro Allradantrieb und ein Sportdifferential sorgen immer und überall für maximalen Grip und Traktion. Der V8 Biturbo liefert 605 PS. In 3,7 Sekunden geht's auf Tempo 100. Gewicht knapp 2 Tonnen. Preis fast 119.000 Euro. 305 km/h Topspeed schafft der Audi. Der Raptor ist bei 170 km/h abgeriegelt. Schlechte Karten für die Diebe. Ja, er fährt zwar zügig, aber das ist das falsche Fluchtfahrzeug. Ich habe ja nicht umsonst einen Offroader besorgt. Vergiss es, Niki. Da kommst du nicht vorbei. Ich mache mich schön breit, schön in der Mitte. Ja, drängt mich immer wieder ab, der Sack, der. Wenn Niki den Koloss auf der abgesperrten Landstraße überholt, ist die Flucht gescheitert. Ich habe extra breit und extra Offroad besorgt, Schelle. Rutsche 5 hier. Rechts ran hier. Auf der Landstraße kann der Raptor nicht entkommen. Der Audi hat 155 PS mehr unter der Haube.
Haben die Diebe einen Plan B? Scheiße, der kommt uns immer näher. Keine Chance. Ich habe mir die Route natürlich ausgeguckt. Okay, hast du einen Schleichweg? Ich habe eine Abkürzung. Ah, ich musste doch auf dich verlassen. Jetzt kommt Trick 17. Matthias flieht ins Gelände. Ah, hier geht's rein ins Offroad. Nix ist Schelle, da kommst du nicht durch. Scheiße. Kann ich nicht rein. Einen anderen Weg. Da muss ich irgendwie außen rumfahren. Macht sich der Raptor jetzt aus dem Staub? Wir haben ihn abgehängt. Geil. Wow, hier wird's aber richtig tief, ne? Hier wird's aber richtig tief. Der Raptor hat 26 cm Bodenfreiheit. Nur wie weit kann er damit durch den Tiefschnee pflügen? Ah, shit! Wir haben uns festgefahren, ich flipp aus! Die grobstolligen Offroad-Gummis finden keinen Grip mehr. Wachtmeister Scheller hat derweil eine Alternativroute gefunden. Er rast auf einer Eispiste Richtung Raptor und lässt permanent das Heck raushängen. Quattro-Time! Ich habe nämlich das ultimative Polizeiauto. Oh, oh, oh. Ja, aber beim Bremsen merkt man dann doch wieder diese fast 2 Tonnen. Und hier ein leichtes Driftchen. Im zügigen Querbetrieb kommt Niki dem Gangsterpärchen unaufhaltsam näher. Zeitgleich versucht Matthias alles, um seinen dicken Ami-Pickup aus dem Tiefschnee zu befreien. Wir drehen alle vier Räder. Nein, bitte nicht. Scheiße. Sag bloß, das geht nicht so. Gibt's doch nicht. Oh Mann, scheiße. Nein, nein. Vorwärts, rückwärts. Vorwärts. Wir stecken, keine Chance. Wir haben uns dermaßen festgefahren, dass alles zu spät ist. Nein. Ich raste aus. Scheiße. Da vorne sind sie, die zwei Schwachmaten. Die haben sie ja nur festgefahren. Oh Gott. Dorfpolizist Nikolaus Schelle. Dumm gelaufen für Matthias und Estella. Die Flucht ist hier zu Ende. Wachtmeister Schelle feiert die erste Festnahme des Tages. Oh Mann, ihr Anfänger. Hey, ihr Anfänger, was soll das? Ich schaff das noch, hier rauszukommen. Du schaffst es noch. Hey, lass es gut sein, hey. Was? Das es wird riecht doch nach nix. Gummi. Raus, auf, du auch. Schönheitsschutz vor Dummheit nicht. Raus jetzt. Schönheitsschutz vor Dummheit nicht. Was soll denn das? Los, umdrehen ans Fahrzeug ran. Vorsicht. In den Schnee rein, ans Fahrzeug ran. Ich muss so eine Scheiße hier. Jetzt mal ohne Spaß. Was ist denn? Was soll denn das? Was ist? Habt ihr nicht gewusst? Winterreifen oder so? Es sind M&S mit Schneeflocke, aber ohne Lamellen. M&S, das hilft überhaupt nicht. Quatsch und Scheiße. Das war wirklich Dummheit. Los, ran da. Ich hab nichts. Aber mir nicht Finger weg von meiner Komplizin, ja? Okay, bei dir. Ah. Das heißt mir nicht. Geh weg! Ja, genau. Lass so, mich. Das ist der Anführer, das ist der fiese Anführer. Ihr beiden wandert jetzt in den Knast und bei mir ruft eine fette Beförderung. Ein trauriger Abgang für den Ford F-150 Raptor. Er muss aus dem Schnee gezogen werden. Matthias' erstes Fluchtauto hatte gegen den Audi RS6 keine Chance. Niki war auf der Straße schneller. Und im Tiefschnee hieß es buchstäblich Ende Gelände für den Pickup. Matthias und Estella wandern ins Kittchen. Ein Jahr später. Matthias kann es nicht lassen und hat den nächsten Einbruch vorbereitet. Sein Fluchtfahrzeug, ein superschnelles Skido mit Raupenantrieb und Power satt. Also ich sag mal so, im Schnee macht es der Schelle mit der Bude nichts vor. Er kann er mit seinem Quadro einpacken, vor allen Dingen im Tiefschnee. Denn hier ist das Freeride 146 unschlagbar schnell. Eine 40 cm breite Raupenkette fräst sich zuverlässig durch Eis und Schnee. Dank 165 PS ist das Guido nach nur 3 Sekunden 100 km/h schnell. Außerdem wiegt es nur 214 kg. Das alles zum Preis von 15.000 Euro. Meisterdiebin Estella hat den Tresorraum geknackt und macht die Beute klar. Können sie und Matthias dieses Mal dem zähen Wachtmeister Schelle entkommen? Das Guido steht jedenfalls schon bereit, um sich aus dem Staub zu machen. Okay, alles klar, los geht's!
Hast du die Beute? Ich hab die Kohle. Der Schelle kriegt uns niemals mit dem Gerät. Auch Wachmeister Schelle hat aufgerüstet und Spikes für den RS6 besorgt. Damit hat sein Polizeiauto auf schneebedeckter Piste deutlich mehr Traktion. Doch der Observationsdienst kostet Kraft. Deshalb setzt Niki auf eine ausgewogene Ernährung und lange Erholungsphasen. Jetzt haben wir noch 2 Stunden Dienst. Nichts los hier wieder mal. Aber so soll es ja sein. Nichts los? Von wegen. Matthias und Estella sind schon im Anflug. Oh nee, das ist der Schelle. Ich flipp aus. Was macht der denn schon wieder hier? Mann, da waren wir die beiden schon wieder. Ich flipp aus. So, ich habe jetzt aufgerüstet mit Spikes, aber gegen so scheiß Guido leckt mich am Arsch. Wow, wir haben es ja doch noch ein bisschen untersteuern. Mal schauen, dass wir auf die Geraden kommen. Ja, zieht ein bisschen weg, gleich habe ich dich. Alter Schwede, ist das krass. Wo ist er? Matthias versucht im Tiefschnee neben der Straße zu entkommen. Der macht aber ganz schön Feuer auf der Geraden. Fahr hier auf blankem Eis. Matthias kämpft mit dem zusätzlichen Gewicht seiner Komplizin hinten auf dem Motorschlitten. Das war knapp. Matthias hätte Estella beinahe verloren. Mit 2 Gangstern an Bord ist das Skido auf Dauer zu langsam. Estella, wir brauchen Plan B. Ich muss dich hier rausreißen. Ich muss es alleine probieren. Hier raus, gib mir die Beute. Denkste, Estella nimmt die Kohle mit. Dafür kann Matthias mit dem Skido entkommen. Wachtmeister Schelle macht die Ganovin ohne Probleme dingfest. Mit dem Abhauen hat es damit schon wieder nicht geklappt. Okay, hat Estella. Also hat er auch mich. Matthias stellt sich der Polente. Das gibt's doch nicht. Ja, Matthias, das ist mir schon ganz klar. Da wird die gute Freundin wird dann einfach vor Bord geworfen. Niki, du bist ein harter Hund. Ja. Unfassbar, wie du das immer hinkriegst. Wahnsinn. Du bist so ein guter Polizist. Ja, ich habe hier die Dame, ich habe die Knete und sonst du. Ja, ich kann natürlich nicht ohne meine Komplizin los. Ja, aber ganz im Ernst, ne? Das hier ist das perfekte Fluchtfahrzeug für den Schnee, aber nicht zu zweit. Wir beiden, wir laden dann wieder ein. Wasser und Brot, 14 Tage, alles klar. Auch das Guido taugt in diesem Fall nicht zum perfekten Fluchtfahrzeug, denn ihm fehlt der Dampf für 2 Gangster. Bonnie und Clyde müssen hinter Schloss und Riegel. Wieder 1 Jahr später. Matthias kommt auf freien Fuß. Und hat erneut einen Fluchtwagen organisiert. Einen Supersportwagen mit Allrad und Spikes. Die perfekte Kombination für den Winter. Den Nissan GT-R befeuert ein V6 Biturbo mit 570 PS. Tempo 100 knackt der rund 1,8 Tonnen schwere Godzilla in 2,8 Sekunden. Sein Preis 99.900 Euro. Es ist ein absolutes Monster, was wir hier am Start haben. Und damit machen wir den Schelle jetzt sowas von nass. Da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen, oder? Dieser Bruch muss einfach klappen. Allein schon wegen der Beute. Im Tresorraum lagert diesmal der größte Diamant der Welt. Der sagenumwobene Blue Shadow. 3000 Karat schwer. Geschätzter Wert über 500 Millionen Euro. Zur selben Zeit träumt Wachtmeister Schelle von einer Beförderung in den Innendienst. Es winken besseres Gehalt und weniger Stress. Und mit etwas Glück verschreibt der Amtsarzt noch die eine oder andere Massage für den schreibtischgeplagten Rücken. Ja, doch die Realität, die sieht anders aus. Los, 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 los! Ja, rein. Okay, ich hab... Und los. Schau dir dieses Land schon an. Schau dir dieses Land schon an. Wir sind reich. Wir sind sowas von reich, wir müssen nie wieder arbeiten. Jetzt muss nur noch die Flucht in der Sushi-Rakete aus Fernost klappen. Ich sehe ihn nicht. Und wir haben Godzilla unterm Hintern. 570 Pferdchen, Allradantrieb und 4 Reifen mit Spikes hinten drauf. Das ist das Ding. Das ist es. Und tschüss. Mach du Schande, Deiser. Ich flipp aus. Oh,
verdammt, die Axt. Wo kommen denn die her? Okay, dann hole ich sie mir halt wieder. Aber jetzt hat er aufgerüstet, der Herr Malmedy. Alter, jetzt hat er uns schon wieder. Ich glaube, ich spinne. Gib Gas. Ja, was glaubst du, was ich diesmal, die ganze Zeit mache? Diesmal bekommt er uns mit. Die Verfolgungsjagd ist zu Ende, wenn der RS6 den Nissan einholt. Matthias muss den Wachtmeister also auf Distanz halten. Sonst wird die Beute sichergestellt und er wandert samt Komplizin wieder mal in den Knast. Also das ist wirklich brutal glatt hier. Und wenn du einen Fehler machst, dann bist du in der Eisbande. Und das möchte ich in gar keinen Fall. Niki, ich sehe dich, du siehst mich, aber du kommst nicht ran. Der Nissan ist 200 Kilo leichter. Dafür hat der Audi 35 PS mehr. So, und jetzt wieder raus beschleunigen. Quattro Time hier. Feuer, Feuer, Feuer. Mit bis zu 160 Sachen ballern Matthias und Niki über das blanke Eis. Die Frage ist, kann er uns einholen oder nicht? Definitiv nicht. So, voll drauf, voll drauf. Oh, Alter, geht der. Mit den Zweigs hat Matthias bessere Traktion beim Beschleunigen und kann später bremsen als mit normalen Winterreifen. Das findet Wachtmeister Schelle allerdings gar nicht gut. Da hat sich natürlich so ein Sportwagen schon ein bisschen agiler, da muss man natürlich nicht reden. Aber ein Wachtmeister meiner Klasse, der hat sowas natürlich voll im Griff. Niki Schelle muss ans Limit. In beiden Autos arbeiten hochmoderne Allradsysteme, die den optimalen Kraftfluss blitzschnell steuern und so immer für maximalen Vortrieb sorgen. Er kommt aber nicht ran, ne? Nee, dann keine Chance. Ich meine, das liegt natürlich auch am Fahrer, ne? Aber diesmal lachen wir. Jetzt ist wieder Spitzkehre angesagt, das macht aber nichts. Alles gut. Weil der muss natürlich auch erstmal durch. Ja, mein Schätzchen. Da haben wir natürlich starkes Untersteuern, weil wir ja doch 200 Kilo mehr haben als unser Matthias mit seinem Superflitzer. Dafür hat der Audi mehr Power. Wachtmeister Schelle gibt alles, ohne Erfolg. Der Abstand wird einfach nicht kleiner. Er kriegt uns nicht. Er ist sauschnell, er ist immer wieder da, wenn wir langsamer werden. Aber dann kommt die lange Gerade und dann kommen wir wieder weg. Er hat keine Chance. Strike. Ich würde sagen, er ist genauso schnell. Aber es geht halt darum, er muss uns kriegen und er kriegt uns nicht. Er kriegt uns aber nicht. Matthias und Estella können feiern. Sie sind mit dem Nissan GTR der Polizei entkommen. Der tapfere Wachtmeister Schelle zieht dieses Mal den Kürzeren. Du warst vielleicht gleich auf, aber du bist nicht rangekommen. Sprich, du hättest uns niemals einholen können und damit auch nicht verhaften können. Hier jetzt in den zwei Runden bin ich nicht näher gekommen. Genau. Ich gebe es zu. Damit ist bewiesen, dass dieses kleine süße Steinchen jetzt uns gehört. Das kleine. Du nicht befördert wirst und wir zwei nicht in den Knast kommen. Vielen Dank. Es war mir eine sehr, sehr große Freude und eine Ehre. Ja, ja. Hast du Bock, eine Runde zu fahren? Ich fahre jetzt eine Runde. Und du, Niki? Wieder ran an den Schreibtisch, hä? Ich sortiere mal dabei weiter Strafzettel. Matthias und Estella haben also das perfekte Fluchtauto für den Winter gefunden. Es ist der Nissan GTR.